Ja, hallo liebe Freunde von Schulaufprogrammieren, herzlich willkommen zum neuen Video hier. Noch kurz vor Weihnachten, und zwar um was geht's? Es gab noch eine Prüfung hier kurz vor Weihnachten und die wollen wir uns natürlich anschauen auf Schulaufprogrammierung. Und zwar geht es hier so um so einen kleinen Punkshop, der bestimmte Sachen verkauft, und wir wollen uns da mal so ein bisschen Code anschauen und wie man das aufbaut und wie man so eine kleine Push-Nachricht letztendlich in dem Shop zusätzlich reinbauen könnte. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, und wir gucken uns zunächst hier mal die ganze Aufgabe hier an. Ja. Also es war die Code-Prüfungsaufgabe Nummer 5. Hans Mustermann, der hat einen kleinen Punkladen und so einen kleinen Online-Shop. So, was ist jetzt die Aufgabe? Du solltest also, programmieren Sie für einen kleinen Punkladen und Online-Shop folgendes. Praktisches Beispiel, der User klickt auf das Wort Totenkopf und auf der rechten Seite wird ihm so praktisch per Push für 3 Sekunden der Preis eingeblendet. Ja? Und automatisiert eben wieder ausgeblendet. Nehmen wir an, so ein Totenkopf-T-Shirt zum Beispiel, ja, kostet 12,99 Euro und Ringe 8,44 Euro. Dann gibt es noch Poster in dem Shop und so weiter, und das kostet 6,55 Euro. Und du solltest da eine technische Lösung bauen in Visual Studio Code. Dieses Mal waren die Techniken so ein bisschen vorgeschrieben, HTML also als Markup-Sprache, CSS für das Styling und JavaScript. Und dann geht es hier los, also mit den Fragen. Lösen Sie die Problematik mit den Techniken HTML, CSS, JavaScript. Die Buttons sollen in orangener Farbe sein. Achten Sie darauf, dass die Buttons, wenn der User mit der Maus drüber fährt, zusätzlich sich etwas vergrößern. Ja, das heißt, man muss sich auf jeden Fall mit CSS beschäftigen, also mit Cascading Style Sheet. Und auch die Farbe des orangenen Buttons soll sich ändern. Das schauen wir uns nachher im Code natürlich etwas näher hier an. Und wählen Sie zusätzlich ein Header-Bild für den Shop. Also ganz oben soll so ein kleines Shop-Bild sein. Ja? Frage Nummer 2. Die Einblendung, wenn der User auf den Button klickt, soll schwarz in weißer Schrift für 3 Sekunden eingeblendet werden. Das heißt, der User klickt also auf den Button und dann wird ihm sofort der Preis eingeblendet. Ja? Das gucken wir nachher mal live hier an. Frage 3. So, da gibt es etwas Unruhe. Der Ladeninhaber ist unzufrieden. Ja? Er möchte, dass die Angebote nicht nur 3 Sekunden eingeblendet werden. Das heißt, er ruft an am nächsten Tag und sagt, hey, was habt ihr da für einen Scheiß gemacht? Ja, ich möchte gerne, dass der Preis nicht nur 3 Sekunden angezeigt wird, sondern länger von mir aus. Keine Ahnung, eine Minute, 30 Sekunden oder so. Ja. Wie machst du das? Wie erklärst du ihm das? Und wie kann er das selber vielleicht im Code ändern? Ja. Dann Frage 4. Wie kann ich die Größe des Bildes des Online-Shops verändern? Also es geht eher um das Header-Bild ganz oben. Ja, also von der kleinen Jobseite. Und kannst du da die Größe eigentlich im Code verändern? Und in Frage 5. Schauen wir mal, ob wir noch dazu kommen, dass ich es online schmeiße, und dann können wir gucken, ob es auch online alles funktioniert. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Bleibt dran. Wir gucken uns die Sache hier mal an, weil ich habe es natürlich schon fertig hier. Gucken wir mal, wie dieses Ganze hier aussieht. Also, weil wenn man so eine Aufgabe liest, ja, es kann ja gut mal sein in einer Prüfung oder einer Klassenarbeit oder du bist im Studium, ja, es kommt irgendwie so ein Fall mit so einem Shop, ja, wo du irgendwie was verändern musst und du musst den Code dazu schreiben, ja, und dann musst du, wie geht man da eigentlich vor? Gut ist, wenn du hergehst und zunächst eine Skizze machst, ja, also hier oben muss praktisch so ein Header-Bild sein. Ich habe jetzt hier so ein Punk-Bild hier genommen, ja, also hier oben zu dem Dings, denke, das passt gut. Und jetzt kommt ja die ganze Geschichte hier. Ja, jetzt sind hier diese Buttons, die wir hier gebaut haben, und jetzt soll hier per Push zack, zack die Sachen hier angeflogen kommen. Das schauen wir uns mal an hier. Klick hier also auf, der User geht jetzt also auf die Seite und möchte praktisch
Ja, das sucht so ein Totenkopf-T-Shirt, ja, so auf der Brust, so ein riesiges Totenkopfteil und will wissen kurz, was das kostet. Ja, er klickt jetzt hier drauf, zack, und dann wird es hier oben ihm sofort hier eingeblendet. Ja, und er kann im Poster, hat hier alles sofort hier eingeblendet. Ja. Sehr cool. Und was auch in der Aufgabe ist, du solltest die Button so machen, dass wenn du hier so drüber fährst, ja, soll sich erstens mal der Style ein bisschen verändern. Ne? Du siehst also von so einem hellen Orange in eher so ein dunkles Orange, ja, und der Button soll hier so sich bewegen, also zu dir, ja, dir entgegenspringen, sage ich mal. Wie kriegst du das hin, diesen Effekt, ja? Manchmal ist es ja auch einfach so, wenn du auf einer Homepage bist, das sind einfach oftmals so Kleinigkeiten für den User. Wenn sich der User halt irgendwie, sagen wir, wohlfühlt auf der Seite, ja, und du kommst auf eine sympathische Seite und bist von mir aus in Einkaufsstimmung, ja, und dann ist es natürlich wichtig, dass du alles durchdenkst, ja, alles gut durchplanst, ja, und es muss halt ansprechbar sein für den User, ja. Ganz schlimm ist natürlich, wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist natürlich ganz schlecht. Dann kann es natürlich sein, der User kommt einmal und nie wieder, ja. Aber wenn eben alles gut klappt und dann müsste die Sache klappen. Ja, wie kann man jetzt eigentlich sowas hier eigentlich aufbauen? Ne? Also, und wir wollen uns natürlich auch angucken, wie kann man hier die Sachen hier verändern, ja, die Größe. Du kannst natürlich auch die Hose zum Beispiel näher beschreiben. Oder wenn derjenige jetzt, ja, der Shop hat ja nicht nur vier Artikel, sondern mehr, er könnte jetzt auch reagieren und sagen, okay, ich will hier so eine ganze Reihe, ja, die wichtigsten Sachen hier so. Und jeden Tag ändert er, kann er die innerhalb von Sekunden ändern, ja. Das heißt, selbst wenn der User jetzt zum Beispiel, ja, uns gar nicht so viel stöbern will oder nicht viel Zeit hat, ja, und will einfach kurz gucken, was ist neu, ja, also das hier kurz aufruft, ja, und dann könnte hier vielleicht auch nur ein Bild oder so, wie auch immer, ja, kann man das hier also sehr cool hier so machen und so soll das funktionieren. Du sollst das Ganze hier, ja, also aufbauen und lösen. Das schauen wir uns an. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen natürlich zunächst Visual Studio Code. Habe ich bereits hier runtergeladen. Ja. Schreibe es hier mal nochmal auf. Für die Leute, die neu sind. Also gibt es für Mac und für Windows, wie auch immer. Einfach kostenlos downloaden und da schreibst du praktisch den Code. Ja, und du brauchst natürlich auch den Live-Server. Zeige ich nachher, was das ist. Damit schaust du nämlich an, ja, wie sieht das praktisch aus in der Wirklichkeit oder im Browser. Wenn ich hier zum Beispiel draufklicke, ja, auf den Live-Server, dann kann ich mir praktisch anschauen, ja, wie sieht die Sache so grob auf einer Webseite oder in eine App oder wie auch immer aus. Ja? Das ist die Live-Server-Geschichte. So, wir starten und bauen uns die ganzen Sachen mal kurz hier auf und schauen uns an, wie man sowas hier eigentlich machen könnte. Ja? Also, gehe hier also in mein Windows Explorer und gehe auf Box und jetzt auf rechte Maustaste. Gehe auf Neu und lege einen neuen Ordner an und nenne den Ordner, ja, Punk Code heute von mir aus. Ja. So nenne ich den Ordner. Und dann rufe ich Visual Studio Code auf und ich gehe dann auf File und gehe auf Open Folder und hole mir diesen Ordner. Du kannst den Ordner natürlich auch anders nennen, wie du willst. Also hier hast du Punktcode heute markieren, Ordner auswählen. Du musst das Ganze genauso machen, sonst kriegst du später Schwierigkeiten und das Ganze funktioniert nicht. Ja. Nur den Ordnernamen kannst du natürlich auch anders nennen, wie du willst. So, wir haben drei Techniken hier am Start. Das ist die Markup-Sprache HTML, CSS, die Style-Sheet-Sprache, und mit JavaScript schreibst du die Funktion. Das heißt, der User klickt auf den Button und dann soll eben dann rechts außen hier am Bildschirmrand soll eben, ja, die Preise zum Beispiel angezeigt werden. Ne? Also wir gehen hier rein und gehen hier auf Plus
und geben hier index.html ein für das HTML und dann geben wir style.css, schreiben wir styles.css und das ist für das Style und das Aussehen des Ganzen und dann gehen wir hier auf JavaScript, geben wir script.js ein. So kannst du die ganze Sache hier aufbauen. Den Live-Server hier unten kriegst du also über die Extension, klickst du hier drauf, ja, und gibst hier oben Live-Server hier einen Live-Server und landest dann hier bei Ridwig Day, diesem Live-Server. Ja. Ich habe den jetzt natürlich schon drauf und da steht normalerweise installieren und ja, da klickst du drauf, dauert so eine Minute, ja. Und dann hast du den auch hier schon drauf und kannst dann hier auch, so wie ich, auf Go Live gehen und dir die Sachen immer anschauen. Ja. Das ist ja hier also auch noch wichtig zu bemerken. Also dann haben wir hier das HTML, das CSS für das Styling und das JavaScript. So, jetzt gehe ich mal rein und wir kopieren das Projekt hier mal in unseren Projektordner hier rein. Sonst muss ich das Ganze jetzt hier nochmal tippen. Ja. Genau, also zunächst mal holen wir uns das HTML, so sieht das aus, machen eine Copy und machen das hier rein, also in unseren Punkcode heute Ordner. So, und jetzt kommt das CSS und das CSS machen wir hier. Das ist praktisch für das Styling, ja, das Ganzen. Das gucken wir natürlich näher auch an, später im Code. Geben wir das CSS hier ein und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das JavaScript und schon haben wir hier alles aufgebaut. Das geht richtig schnell. Projektcode. So, das sei hier. So. Das ist halt praktisch das JavaScript. Und jetzt haben wir hier alles schon aufgebaut. Und ja, gehen noch in unser Script hier rein. Schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Ich klicke also auf unseren Live-Server. Und du siehst, im Moment funktioniert noch nichts. Also zumindest das Style hat es hier noch nicht so richtig. Jetzt schauen wir mal, was da los ist. Und ich kann es einfach, ich habe hier styles.css, also muss ich hier auch styles.css schreiben, ist ganz wichtig, kommen wir später auch nochmal auf diese Zeile 6, dass die sehr wichtig ist und wir schauen mal, was das jetzt ausmacht und du siehst, wir haben hier schon richtig cool hier die ganze Sache hier drin. So, jetzt sollte ja in der Aufgabe natürlich auch das Bild hier drin sein, ja, wie kriegst du jetzt hier eigentlich ein Bild rein, ja, so. Wir haben das Bild PU33.gif genannt, also das muss jetzt praktisch hier rein, in diesen Code, wie kriegst du das jetzt hier rein? Wenn du jetzt irgendein Bild nicht angezeigt bekommst, ja, dann musst du das Bild natürlich erstmal in den Ordner schieben, ja, und der Ordner heißt der Punkcode heute, ja. Jetzt gucken wir mal, und das Bild heißt PU33, ja, also gucken wir mal, wo wir das Bild hier haben, PU33, hier ist das Bild, ja, gehe ich also jetzt hier auf kopieren und gehen hier in unseren Ordner Punkcode heute und geben das hier ein, so, wunderbar. Und du siehst, in dem Moment, wo ich das mache, wird mir das auch hier angezeigt, unser GIF-Teil. Ne? Das heißt, jetzt müsste es mir eigentlich unser Teil hier schon anzeigen.
Unser Bild, ja, und du siehst perfekt, ja, passt das hier alles. Wir haben hier also den Head-Bereich, ja, hier oben, und haben hier so die kleine Navigation mit unserem Schnellpreis, mit unserer Schnellpreisanzeige, ja, sage ich mal, mit Klick drauf, zack, Poster, alles da, ja, funktioniert prima hier. Und wir gehen jetzt mal kurz den Code hier durch, weil wenn du neu bist und sagst, ja, mir sagt das überhaupt nichts, ja. Also Zeile 1 geht los mit HTML, ja, und dann ist das Ganze auf Englisch eingestellt zunächst. Das Ganze wird ja in einen Head- und einen Body-Bereich gegliedert, also so ein HTML-Code, ja. Und der Head-Bereich geht hier in Zeile 3 hier los, ja. Der Head-Bereich ist hier geöffnet und hier geschlossen. Geschlossen ist er hier, weil hier so ein Schrägstrich ist. Ja. Und alles, was im Head-Bereich hier angezeigt wird, wird im, also im Browser nicht angezeigt. Das sind so allgemeine Angaben. Ja. Was ganz wichtig ist, ist diese Zeile hier. Das ist eine sogenannte Verknüpfungszeile. Die Zeile 6, die brauchst du immer, wenn du das Ganze hier so aufbaust. Ja. Auch wenn du zum Beispiel eine Webseite codest, ja, und du schreibst den Code so, ja, dann machst du dein HTML, dein CSS und dein JavaScript, dann musst du hier diese Zeile hier einfügen, damit dir dein Style angezeigt wird. Also von deiner Webseite oder von deinem kleinen Shop-Teil oder was immer du da machst, ja. Also es geht dann los mit Link Rel Style Sheet und das heißt immer so, wichtig ist, dass diese Geschichte muss gleich heißen wie hier. Ja. Wir haben gesehen, dass wenn du es nicht gleich schreibst, was dann passiert, dann wird dir dein gesamter Style nicht angezeigt. Ganz wichtig hier, die Zeile 6 und der Head-Bereich wird in Zeile 7 abgeschlossen, weil hier so ein Schrägstrich ist. Ja. Wo schreibst du jetzt deinen Code eigentlich rein, fragt dein Kumpel, ganz klar, hier natürlich, in Zeile 9, ja, also im Body-Bereich geht die Sache los, ja, Zeile 8 geht hier los, Body, ja, dann haben wir hier zunächst das Bild, ja, schauen wir uns an. Eine Frage war auch in der Prüfung, wie kann ich die Bildgröße verändern? Ja, von dem Bild hier, ja, gehst du einfach hier rein in den Code, ja, und haust das Bild halt größer von mir aus, ja. Dann gucken wir mal. Du veränderst also einfach die Pixelzahl, ja. Das tust du jetzt groß zu, ja, ist natürlich extrem groß, aber ja, also so funktioniert das, ja. Wenn ich jetzt auf Steuerung Z gehe, kann ich das Ganze wieder rückgängig machen, ja. Und, genau, also so fügst du ein Bild ein mit Image Source und dann ist der Bildname. Alt ist praktisch ja, für SEO, damit das Bild gefunden wird. Oder kannst du es näher beschreiben und hier kannst du die Größe eben von dem Header-Bild hier bearbeiten. Wurde ja auch in der Prüfung gefragt. Unsere Top-Angebote vom 21.12., das heißt, das ist natürlich eine wichtige Geschichte, dass der Betreiber von dem Shop jederzeit alles innerhalb von Sekunden ändern kann. Ja, er kann es also hergehen. Am nächsten Tag schreibt er natürlich 22. Ja, gibt hier rein 22.12. Wir schauen mal, wo das jetzt hier steht. Ja, ist ja hier praktisch. Ja, wenn du sagst, ja, das ist mir eigentlich fast zu groß, kannst du es natürlich auch kleiner machen. Ja, dann schreibst du halt H5 Überschrift. Ja, es gibt von H1 bis H6 meines Wissens. Ja, dann kannst du jetzt H5 machen wir. Ich denke mal, das sieht, ja, das sieht ganz cool aus. So, also der User kommt hier drauf und sieht dann sofort, aha, okay, das sind die neuesten Angebote vom 22.12. Ja. So, jetzt ist es so, jetzt haben wir ja vier Teile hier eingebaut, ja, also das heißt so vier Schnellteile, wo derjenige, der Preis, du kannst natürlich auch alles Mögliche in diese Geschichte hier reinmachen, ja, wenn du irgendwas anzeigen willst oder so einen kurzen Werbeblock und derjenige klickt drauf, ja, was auch immer, oder schreibst Überraschung drauf und dann klickt derjenige auf Überraschung und dann hast du halt ein cooles Angebot oder wie auch immer, ja. So, wie funktioniert das jetzt? Wir gucken uns jetzt mal eine Sache hier an, zum Beispiel den ersten, ja, das ist Totenkopf-T-Shirt für 12,99 €, ja, und wo steht das? Also Totenkopf, das ist die Aufschrift von diesem Button, ja, gucken wir mal. Das ist hier, ja, ich hätte zum Beispiel hergehen, ich würde hier jetzt irgendwas anderes, XXL von mir aus, ja,
es ist halt ein großes Teil wäre, wo würde ich das jetzt ziehen? Hier, ja. Es bleibt also auf dem Button, das ist die Aufschrift praktisch. Ja. Das ist die Button-Beschreibung von dem Ding. Ja. Und Totenkopf-T-Shirt 12,99 €. Wo wird das jetzt hier angezeigt? Hier. Auch die Größe schauen wir später hier an. Kannst du natürlich auch verändern. Oder du kannst das ganz groß einblenden, ja, dass du sagst, oder du kannst nur einen Button hier einblenden, ja, dass der andere reinklickt. Oder schreibst hier Weihnachtsangebot. Derjenige klickt drauf und dann hast du halt so ein Riesenfenster, das sich aufploppt. Aber das bleibt dann nicht, sondern das Coole ist, du hast es so programmiert, dass es wieder von alleine verschwindet. Ja? Der User ist also nicht ewig genervt mit irgendwelchen aufpoppenden Teilen, ja? Sondern du programmierst es so, dass es eben nur kurzzeitig angezeigt wird, ja? Und dann wieder verschwindet. Ja? Ist natürlich werbetechnisch eine interessante Sache oder wird halt endlos oft gemacht letztendlich. Ja? Aber genau. Gucken wir mal. Also, das wäre praktisch die Schrift, wo du dann rechts außen dann sehen kannst. Ja? Das heißt, derjenige klickt auf den Button. On-Click. Das hier ist von der Struktur her, ja, hier passiert eigentlich JavaScript-technisch noch nichts. Ne? Das ist eigentlich nur dieser Button, sag ich mal, ohne dass das letztendlich, ja. Hier geht es dann los, dass wenn der User draufklickt, ja, dass es dann eben diesen Text hier anzeigen soll. Ja, wir gucken nachher später nochmal JavaScript hier an. Ja. Und dann hast du hier den Button Poster. Ja, es ist dasselbe, steht dann eben Poster, Ringe und Hosen. Ja. Jetzt sagt der Betreiber von dem Shop, ja, ich will hier zusätzlich noch was anderes dazu schalten. Also schalten wir mal hier noch was dazu. Geht also her und kopiert einfach die Zeile. Zack. Und was verkauft er noch? Ja, so Schmucksachen, so Totenkopfringe und was es da alles gibt oder Piercings oder was weiß ich. So. Und dann gehen wir hier rein. 23,44 € und dann der Button musst du natürlich hier auch benennen. Gehen wir hier rein und nennen Schmuck. Und wir schauen mal. Könnte auch Accessoires oder so schreiben. Ja, egal. So, gucken wir mal. Und dann hättest du es hier praktisch. Ne? Funktioniert. Und jetzt haben wir hier 5. Ja? Er kann also hergehen und einfach. Ja, jeden Morgen, wenn er jetzt hier ist, kann er das eigentlich sehr schnell machen. Ja, wenn das jetzt irgendwie veraltet ist, tragt er einfach kurz die ersten drei, die wichtigsten Angebote des Tages hier ein. Ja, und hat das dann ruckzuck 2, 3 Minuten, hat er komplett die Sache hier auf dem Bildschirm für die ganzen Besucher, die eben ja, die Angebote suchen oder so. Du schreibst so neueste Angebote oder was auch immer. Ja. Dann haben wir hier in Zeile 19 ist script.js. Was passiert, wenn du das vergisst, hier reinzuschreiben? Das ist dann die kleinere Katastrophe. Gehen wir hier raus, schmeißen es einfach mal raus. Oder du hast dich verschrieben oder vergessen oder weißt es nicht. Ich schmeiße das jetzt hier mal raus. Was passiert jetzt? Ich gehe jetzt in meinen Live-Server. Schauen, was passiert. Zack. Und der Betreiber will am nächsten Tag, will er ran an den Code und will hier ein paar Sachen machen, er klickt hier drauf, zack, und nichts geht. Tote Hose. Ja. Hosen passt ja dann gut. Ja. Ja. Geht nichts mehr. Warum nicht? Ja, zeige ich hier. Weil, wenn du diese Struktur hier aufbaust, HTML, CSS und das JavaScript, ja, dann heißt das, du hast das JavaScript hier extra ausgelagert. Das heißt, du musst das HTML mit dem JavaScript verbinden. Machst du das nicht, siehst du die Katastrophe. Ja? Dein JavaScript funktioniert dann nicht und kannst das gleich ja, weglassen letztendlich. Also ganz wichtig hier. Muss diese Geschichte hier rein. Ja? JavaScript kann man zum Beispiel auch so ausführen, ja? Dass du Script so, ja,
Und dann schreibst du den Code hier dazwischen, ja? Warum habe ich das jetzt hier nicht so gemacht? Weil das Ding ist so, wenn du viel JavaScript hast oder ja, es wird halt schnell unübersichtlich, wenn du JavaScript so ausführst, ja? Deshalb ist es besser, du machst das hier so, ja? Schmeiß mal das raus und lassen das hier drin. Schulaufprogrammierung, Start to Code steht hier unten. Ja, das gucken wir uns noch an. H6 Überschrift ist also die Geschichte hier unten zum Beispiel. Ja. So bewegst du dich praktisch von oben nach unten letztendlich. Ja. Dann gehen wir in den Style hier rein und gucken uns die Style-Geschichte mal an. So, für was habe ich mich jetzt zu 6 entschieden? Ich habe gesagt, okay, ich will so schwarz-orange. Sieht irgendwie, also ich finde, es sieht cool aus, auch mit dem Header-Bild. Und dass es hier so eingeblendet wird für so einen kleinen Punkshop, sieht cool aus, würde ich sagen. Ja. Und kann die Sachen hier so gemütlich hier durchklicken, wie auch immer. Kannst die Buttons natürlich auch völlig anders machen. Ja, du planst das Ganze ja auch anfangs. Ja, wie willst du es eigentlich machen? So, jetzt habe ich hier zum Beispiel schwarz als Hintergrund. Jetzt schickst du ihm den Code, ja, und der Betreiber sagt, ja, das sieht scheiße aus. Ja, er sagt dann, okay, er will es ganz anders. Er will es zum Beispiel mehr so ein rötlicher Dings haben. Das gucken wir mal an. Oder sowas. Ne? Das heißt, du klickst hier drüber und kannst im Body und vom Style kannst du die ganze Sache jetzt ändern. So, jetzt schauen wir uns die Sache hier mal an, wie das jetzt aussieht, wenn die Farbe verändert wird. Dann hättest du es so praktisch. Ja? Dann würde hier, es kommt natürlich, dieser Kontrast ist natürlich noch cooler. Ja? Dann hast du hier so ein Schwarz und dieser Kontrast hier. Ja? Und natürlich noch auffälliger die ganzen, wenn jetzt zum Beispiel der Ring jetzt zum Beispiel, könntest du hier noch beschreiben oder was auch immer. Ja. Sieht natürlich auch cool aus, würde ich sagen. Ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. Ja. Der eine mag es halt eher so schwarz. Oder können auch reagieren, also so klassisch. Ja, ist eben dieses klassische Grau, sage ich jetzt mal. Also so weiß-grau. Gucken wir mal. Könnte auch sagen, okay, das ist halt so Standard. Ne? Da müsstest du natürlich hergehen und das Ganze dann wieder schwarz machen. Also die Schrift, ja. Und das würde jetzt so zum Beispiel aussehen. Ne? Dann hast du hier, wird dein Text oder dein Teil hier so eingeblendet. Ja? Also ich finde das eigentlich gar nicht mal so übel. Gucken wir mal, ob wir die Farbdings noch mal hinkriegen. Mit Steuerung Z kann man es ja immer hier ein bisschen ändern. Ja, kann man hier mal noch mal rein und gucken es uns an. Also hier kannst du auf jeden Fall so ein bisschen rumspielen, ja, wie du es halt haben willst. Ja, der eine findet es hässlich, der andere gut, wie auch immer. Also, das ist praktisch Background Color. Falls sich jemand fragt, ja, wie kann man eigentlich die Hintergrundfarbe von einer Webseite verändern? Ja, dann gehst du ganz einfach in den Code und veränderst das Ding. Ja. Du hast ja hier deine RGB-Werte, ja, und gehst hier einfach drüber. Ja. Willst du es grün, blau, wie auch immer. Ja. Wichtig ist, es sollte halt für den User noch einigermaßen, also, ja, sollte halt alles gut, cool aussehen, sag ich mal. Ja. Hier haben wir zum Beispiel dann die Schriftfarbe, ja, Color White, hast du gerade gesehen, wenn du hier natürlich umschaltest, musst du natürlich die Schriftfarbe dann schwarz zum Beispiel, wenn jetzt als Hintergrund, also schwarz-weiß wäre natürlich auch cool. Was auch eine Überlegung ist, muss natürlich mit der Schriftgröße. Wir haben jetzt hier, habe ich ziemlich hoch gepokert. Also ich habe ja bis zu 28 hier hoch. Ja. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich natürlich, ja, wenn einem das gefällt, dass es so groß ist, ist cool. Der andere sagt, nee, ist mir eigentlich viel zu groß. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, dann verändere ich hier die Pixelzahl. Ja, du kannst ja alles hier ganz cool verändern, wenn du ein bisschen. Ja, code-technisch wird das Zeug mal. Ja, dann hast du ja, ist jetzt eigentlich schon fast wieder ein bisschen zu klein, aber ja, ich würde mal sagen, wir nehmen mal so 20, gucken wir, ob das hier, also hier könntest du praktisch die Schrift verändern, ja, wie du es eben haben willst, ja.
da das ja Aufmerksamkeit erregen soll. Ja, das soll ja so ein, ja, du hast vielleicht ein Sonderangebot oder was, ja, dann darf es vielleicht auch ein bisschen größer sein, ja, dass es dann eben so eingeblendet wird hier, ja. Finde es so gar nicht schlecht, sag ich mal. Ja. Zu der Zeit, du hast gerade gesehen, nach 3 Sekunden wird das Ding hier, geht das Ding von alleine weg. Ja, es ist also nicht besonders, also es ist nicht aufdringlich, würde ich sagen, für den User. Ja. Selbst wenn er jetzt einfach hier draufklickt und rumklickt und was auch immer, ja, weiß er, okay, jetzt ist er bei Schmuck 2344 oder so. Ja. Genau. Dann haben wir hier diese Benachrichtigungsgeschichte, also diese Notification praktisch. Wenn der User draufklickt, dann wird es eben dann rechts die Sache hier angezeigt. Ja. Da hast du praktisch, hier haben wir auch eine extra Definition der Farben, also so schwarz-weiß praktisch wird das ja hier angezeigt. Kannst du natürlich auch die Farben verändern. Ja, wenn ich jetzt hier auf Poster gehe, dann habe ich hier schwarz, ja, und weiß ist die Farbe, wird so angezeigt. Also ich finde, das passt sehr gut, aber du könntest das natürlich auch ändern. Ja, je nachdem, was du für einen Style hast auf deiner Webseite. Wahrscheinlich die meisten Webseiten sind ja viele so weiß-grau, wie ich gezeigt habe, nicht eher so bunt oder wie auch immer. Ja. Du kannst halt alles hier einstellen. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Die Buttons kannst du natürlich auch verändern. Wir haben jetzt hier dieses Orange hier drin. Ja, also es ist halt alles so ein bisschen Geschmackssache. So, jetzt kommen wir nochmal zum Prüfungsteil. Hier steht nämlich Button Hover. Jetzt kommen wir nämlich zu der Geschichte, wo nochmal gefragt wird in der Prüfung. Hier, achten Sie ja darauf, dass die Buttons, wenn der User mit der Maus drüber fährt, zusätzlich sich etwas vergrößern und auch die Farbe des orangen Buttons soll sich ändern. Schauen wir uns an, wo wir das hier haben. Im ersten Augenblick fällt es dir vielleicht gar nicht so auf. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drüber gehe, ja, dann siehst du, dass das hier von so orange zu dunklem Orange geht. Und wenn ich jetzt hier praktisch, kommt es mir so ein bisschen... Ja, der Button kommt mir ein bisschen entgegen, so Millimeter, sage ich jetzt mal. Ja. Wie machst du das? Ja? Das ist nämlich eine spannende Technik und sieht auch cool aus, wie ich finde. Dann gehst du hier ran, ja, Button, Hover, ja, also so Hover nennt man das, wenn ich hier so drüber gehe, ja, dass ich die ganze Geschichte hier von dunkleres Orange beim Hovern, ja. Und hier kannst du praktisch die leichte Vergrößerung beim Hovern. Ja. Jetzt habe ich hier 1.05. Ja. Wenn ich jetzt hergehe und hau hier 2.05 rein, was passiert dann? Also den Wert, ja, dann hättest du so, wäre natürlich viel zu groß. Also du verstehst schon, was ich meine. Also da kannst du praktisch die Sachen hier so ein bisschen, ja, hochploppen lassen. Ja. Wir gehen natürlich wieder auf 1. Also so kann man das hier, auch ein interessanter Effekt, wie ich finde, und kommt natürlich cool auf so eine Seite, wie ich finde. So, jetzt kommt das Desaster. Jetzt stell dir vor, jetzt hast du alles cool gebaut. Deine kleine Anwendung, deinen kleinen Shop oder kleine Internetadresse oder was auch immer, so in dem Rahmen. Und schickst den Link deinem Kumpel. Der sitzt in der U-Bahn, hat sein Handy dabei. Ja, und der klickt auf sein Handy drauf und liest deine Nachricht, wo du fragst, ja, wie gefällt dir mein neuer Shop? Ja. Und er schaut sich deine Seite an, schreibt zurück, das sieht beschissen aus. Ja, keine schöne Nachricht. Was ist da dann schiefgelaufen? Das heißt, du musst dich, wenn du im Bereich Frontend-Entwicklung dich beschäftigst, ja, mit HTML, CSS, JavaScript, musst du dich auch mit responsiven Techniken auseinandersetzen. Das heißt, das, was du zu Hause auf deinem Laptop codest, ja, muss auf dem Handy oder auf dem Tablet auch cool aussehen natürlich, ja. Und da gibt es eben bestimmte Techniken, die musst du dir aneignen, wie Media Query oder bestimmte CSS-Geschichten, ja, damit das auch alles ja,
responsiv aussieht, nennt man das. Ne? Genau, und hier habe ich so ein bisschen noch, also das Responsiv ist hier eingebaut mit Media Query. Ne? Kannst du mal auf YouTube einfach ein paar Videos dazu angucken, wie man, wie das funktioniert. Ne? Und das ist jetzt hier zum Beispiel, also jetzt erstmal hier die Buttons. So, und dann haben wir hier, kommen wir hier auch schon zum JavaScript. Hier war ja noch ein, in der Aufgabe eine Frage zum Thema JavaScript, und zwar: Der Ladenbesitzer ruft dich an am nächsten Tag und sagt, was hast du da, was ist da los? Ich will doch den Preis nicht nur 3 Sekunden lang eingeblendet, sondern ich will den Preis von mir aus oder die Beschreibung, ja, du bist ja egal, was du da reinschreibst, ja, eine halbe Minute angezeigt. Ja, das heißt, ja, wie kannst du das erhöhen auf 30 Sekunden jetzt zum Beispiel? Ja? Würdest du jetzt zum Beispiel hergehen oder du sagst hier, ich will hier auf 8 Sekunden, ich will 8 Sekunden das Ganze sehen. Ja? Wenn ich jetzt hier, jetzt mache ich hier mal 3000, also es sind Millisekunden. Jetzt gehe ich hier mal, jetzt wird es das 3 Sekunden lang eingeblendet. Der User geht auf die Seite, klickt auf das Totenkopf-T-Shirt, 1, 2, 3 und das Ding verschwindet. Ja? So, und jetzt hat sich der Chef ja beschwert und sagt, es ist mir viel zu kurz, die Beschreibung und den Preis, ich will das länger für den User. So, also geht er hier rein und schraubt diese Sache hier hoch. Ja? Er geht her und schraubt das auf 8000 hier hoch. Das heißt, soll 8 Sekunden eingeblendet werden. Schauen wir mal, ob das ungefähr hinhaut. So, also der User geht drauf und klickt auf Totenkopf. So, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt muss es eigentlich gleich hier wieder verschwinden und du siehst, weg ist es. Ja? Also so haben wir die Aufgabe auch sehr schnell gelöst. Das heißt, du musst eben wissen, ja, wie funktioniert die ganze Geschichte, wie kannst du die Sache länger anzeigen, oder du sagst, okay, ich habe so ein wichtiges Angebot, ich will das 5 Minuten lang oder was auch immer, ja, dann musst du halt den Wert immer hier ein bisschen umrechnen und dann kannst du das hier verändern, ja. Das wäre hier auch noch hier wichtig zu erwähnen. Und bevor wir jetzt zur Veröffentlichung gehen, abonniere unbedingt den Kanal von Schule auf Programmierung, weil ich mache ja immer die ganzen Prüfungsaufgaben, die ganzen Lösungen und du willst ja sicherlich nichts verpassen, oder? So, also, wir gehen jetzt her und haben jetzt eigentlich alles hier, glaube ich, soweit durch und ich schalte das Ganze online. Wir gucken, ob das hier jetzt zum Beispiel auch online funktionieren würde, weil du kannst ja sagen, ja, der kann mir jetzt hier viel erzählen, das funktioniert doch alles gar nicht. So, deshalb schalten wir es online und gucken, ob das auch zum Beispiel ja, funktioniert. Also schalten Sie hier auf Netlify. Ich habe hier so einen kleinen kostenlosen Account, da kann man ganz cool solche Sachen kurz testen. Also gehen wir hier rein. Und sind hier auch schon auf Netlify. Ja. Und wir haben ja unser Teil hier Punk Code heute genannt. Ja. Das heißt, wir müssen diesen Ordner hier, unseren Ordner, allen Code, der hier drin ist, ja, müssen wir natürlich hier einschieben. Jetzt muss ich nur gucken, dass ihr das gut sehen könnt. Also hier sind wir auf Punkcode heute. Hier ist unser Ordner, den wir angelegt haben für unser kleines Shop-Problem. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier draufklicke, schauen wir mal rein, was da jetzt eigentlich hier drin ist, bevor wir das Ganze hier hochladen. Ja. So, wir gucken mal, was hier drin ist. Also wir haben hier die Index, wir haben hier unser Bild, wir haben unser Script und wir haben unseren Style drin. Ja, also das ist dasselbe wie hier natürlich, ja. Weil wir sind ja anfangs hergegangen und haben das über File Open Folder hier reingemacht, ja. Deshalb wird das natürlich alles, was du hier machst, auch lokal praktisch in deinem Ordner angezeigt, ja. Machst du da einen Fehler oder so, dann funktioniert natürlich alles nicht,
Ja, aber bis jetzt läuft die Sache rund, ja, sage ich mal. Und wir gehen jetzt her und schmeißen den Code hier online und gucken, ob unser Shop auch funktionieren würde. So. Also, Punktcode heute, hier ist der Ordner, es wird spannend. Ich schiebe ihn hier rein mit gedrückter Maustaste und lasse jetzt los. Und voilà. Was macht Netlify jetzt? Netlify geht jetzt her und hat das Ganze, also ich habe das Ganze jetzt hochgezogen, ja, und kann jetzt praktisch, wenn ich jetzt hier draufklicke, müsste man unseren Shop hier schon sehen. Es wird spannend. Ich klicke hier drauf und voilà, man sieht die ganze Geschichte. Ja. Also wir haben hier wieder das Bild, wir haben hier, gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Wir haben hier unsere Überschrift und alle unsere Buttons sind auch da. Ja. Schulhofprogrammierung steht auch dran. Jetzt gucken wir natürlich, ob unser JavaScript hier läuft. Ich gehe hier auf Totenkopf und will anzeigen, ja, was kostet das T-Shirt. Und voilà. Wir gucken auf das Poster, 6,45 € Ringe, 8,44 € Hosen, 22,40 € und Schmuck, 23,44 €. Alles funktioniert sehr cool. Wunderbar. Also es hat super funktioniert, ja. Und ja, es war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und abonniert unbedingt den Kanal. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.